Hallo meine lieben Freunde, hier seid ihr mal wieder in meinem Wohnzimmer. Ja, was habe ich heute wieder vor? Es gibt heute mal ein Video, ich bin mir sicher, ihr habt es schon in dem Videotitel schon gelesen. Ich wollte eigentlich vom Augusto wollte ich eigentlich rausgehen und meine neue Zwille warm schießen, aber das Wetter lässt es nicht zu, es ist pissig, es ist kalt, es ist super viel Wind, es ist einfach nicht schön. Und da dachte ich mir, okay, mach doch mal wieder ein Video Indoor, was kann man da machen, Pfeife rauchen willst du drinnen nicht und ja, ich will aber trotzdem mal wieder ein Pfeifenvideo machen, dass nicht zu viele pfeifenfremde Sachen jetzt nacheinander kommen, sondern mal wieder ein paar schöne klassische Pfeifenvideos raushauen. Ich zeige euch meinen Pfeifenschrank, meine Pfeifenvitrine. Im Zuge dessen stoße ich auch gleich mal natürlich meine Kollegen an, die dies schon gemacht haben, dürfen natürlich auch ein Video verlinken in den Kommentaren. Aber zeigt doch mal eure Pfeifenschränke, eure Pfeifenvitrinen oder halt generell, wie ihr die Pfeifen so aufbewahrt. Das würde mich voll interessieren und ich bin mir sicher, viele, viele Zuschauer auch. Dreht ein Video dazu, verlinkt ein Video dazu, wie ihr es auch immer machen wollt. Und ja, dann gehen wir jetzt mal runter in den Hobbyraum und dort werde ich euch meine Pfeifenvitrinen zeigen, beziehungsweise meine Pfeifen und meine Tabakvitrine, die sind getrennt voneinander. Da waren früher die Bücher meiner Frau drin, die sind jetzt hinter uns an der Wand und auf dem Dachboden und im Keller. Ja, die Frau hat viele Bücher, ja, und ich durfte die Vitrinen okkupieren. Ja, deswegen, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Dieser Hobbykeller, der ist mir sehr wichtig. Da ist ein fetter Bildschirm drin, meine Konsolen und so weiter und so fort. Und eben auch meine Pfeifenschränke. Und so blöd es vielleicht klingen mag, aber dieser Raum war mit ein Grund, warum ich hierher gezogen bin, nach Mittelfranken, weil in München hätte ich das niemals bezahlen können. Du kannst keine Wohnung mieten mit einem normalen Job wie Schreiner, wo du einfach ein separates Zimmer hast für deine Launen. Das, nee, nicht möglich. In Ansbach, da geht es. Jetzt auch nicht mehr so gut, aber ja, gut. Ich schweife schon wieder ab, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal runter und schauen uns meine Vitrinen an. Fangen wir mal an mit den Pfeifen. Da muss man ein kurzer Druck. So. Fangen wir hier oben an. Hier oben sind alle meine Billardpfeifen. Ja. Alles was Billard ist. Einfach aus dem Grund, weil ich hier nur Billard reinkriege. Weil das ist nur gelocht und da sind keine. Dahinter wäre nochmal eine Reihe, wo ich Pfeifen stecken könnte. Aber das mache ich nicht, weil ich halt meine Pfeifen sehen möchte. Deswegen, ja, hier oben sind die ganzen Billards und die eben da reinpassen. Hier sind ein paar von meinen schönen Found Base Signature. Von einem Drehbahnständer. Hier geht's weiter. Zwei schöne Poker. Das ist ein schöner Pfeifenstopfer, den ich gekauft habe in der Tabakperle Dachau. Hirschhorn. Hier liegen die ganzen Stopfer, die ich gerade derzeit benutze, den ich gedreht habe selber. Den kennt ihr ja schon, diesen dunkelrotbraunen. Der ist jetzt hier gerade nicht zu sehen, weil ich den einfach gerade in irgendeiner Tasche habe oder Jacke. Auenland darf natürlich bei mir als Herr der Ringe-Freak auch nicht fehlen. Das ist auch eine sehr schöne, eine Chris Morgan Bones. Dann die Kensington-Reihe hat es mir eh angetan. Ein altes Tabakglas von meinem Opapa.
Daneben finden wir noch ein großes drehbares Rondell mit verschiedensten schönen Stücken. So sieht man es noch besser. Found Patina, Found Lime, die es leider nicht mehr gibt. Meine Rossi. Ganz, ganz schöne Stückchen. Hin und wieder ist mal wieder ein Platz frei, weil einfach die Pfeife gerade in Gebrauch ist. Meine geliebte, geliebte Dante. Hier unten geht's weiter. Paul Winslow. Auch nochmal Found Basic Nature. Meine Dwarf. Und meine Ascorti, meine neueste. Hier sind dann ein paar Reiniger drin. Meine Feuerzeuge, ich stehe auf Zippus, wie ihr wisst. Natürlich das Old Boy von meinem Opa, was leider nicht mehr funktioniert. Da das muss ich jetzt mal dem Peter schicken endlich. Und das hier konnte ich selber zumindest den Schleifstein wechseln, so viel habe ich hinbekommen. Aber es kommt trotzdem nichts. Ja. In diesen zwei Töpfen da hinten sind meine Pfeifenfilter drin. Da sind noch schöne Pfeifen reingeschnitzt. Hier sind noch eine schöne Paul Winslow und meine geliebte, also das ist fast meine Lieblingspfeife, die ich habe. Meine geliebte Stanwell Nummer 11. Liebe ich ja sowieso. Hier geht es dann weiter mit, ja, Sachen, was man so brauchen könnte zum Pfeifen reparieren. Hier sind noch ein paar Pfeifen, die ich nicht, ja, die noch neu sind, aber die ich noch nicht geraucht habe. Das ist jetzt weniger interessant. Ja, so viel mal zu Anfang zu meinem Pfeifenschrank. Und diese Schmuckstücke hier, die müssen noch gesäubert werden. Deshalb sind die nicht im Schrank. Die sind eben noch frisch geraucht und müssen noch. Die hier muss noch einen schönen Platz finden. Mal schauen, wo. So, machen wir mal weiter mit den Tabaken. Hier ist noch keine Beleuchtung drin, das muss ich noch machen. Oben sind ein paar schöne Tabakdosen, die ich halt schön finde. Die Traditionsmischungen von Faun. 1, 2, 3. Ich freue mich das Jahr schon wahnsinnig auf die Vierer. Der Frankenstein-Topf, den ich ja schon mal vorgestellt habe in einem Short. Schöne, schöne Tabakdosen vom Hurber. Hier drüben sind viele Tabakdosen schon gestapelt. Mein derzeitiger All-Day Smoke English Perique vom Hurber. Renato, nochmal vielen Dank. Luftdruckwaffen und so weiter. Und hier eben meine beschrifteten Mason Jars. Jo. So schön kann man duften. Und hier noch Messer und so weiter. Aber das, ja. Das gehört nicht zum Thema. Das ist die Tabaksammlung bisher. Und ich habe mich wirklich zurückgehalten, dass ich da nicht völlig eskaliere. Ihr seht auch, hier ist kein besonderes System drin. Das nervt mich gerade ein klein bisschen hier mit dem Schatten, aber ich kann es gerade nicht ändern. Hier ist auch kein großes System drin. Okay, hier oben ist natürlich so ein klein bisschen so Showcase-mäßig aufgestellt. Der Violasen. Und hier sind die Dosen und so weiter. So grob sortiert ist es schon. Aber ja. Und eben hier. Aber hier meine Gläser zum Beispiel, die stehen halt da einfach wirr drin. Darum sind die auch so gut beschriftet, damit man halt einfach sofort sieht, aha, heute den McBaren Burley Flake und so weiter. Ja. Und vielen Leuten ist das auch vollkommen egal, wie die Pfeifen präsentiert sind, wie sie dargeboten sind. Das ist vielen auch vollkommen egal, auch mit dem Tabak. Viele Leute haben ja nur irgendwelche Tupper-Schüsseln für den Tabak, wo sie dann mit Filzstift draufschreiben, welcher Tabak da drin ist.
Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das soll jeder so machen, wie er will. Auch mit den Pfeifen. Ja. Manche machen die Schublade auf, hauen die Pfeife rein, Schublade zu. Die flacken da übereinander, drunter, drüber. Für mich ist das halt nichts. Bei mir raucht das Auge mit. Und das ist für mich jedes Mal schön, wenn ich einfach die Vitrine aufmache. Und ja, bei mir persönlich zählt das halt zum Rauchspaß dazu, dass ich das schön habe. Ja. Und natürlich geht das noch geiler. Ich habe noch ein paar Dinge vor, aber da verrate ich noch nichts. Ja. Ja, Freunde, das war sie. Meine Pfeifensammlung in meiner Pfeifenvitrine. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Mir war einfach nach einem Video, aber rausgehen konnte ich nicht. Und da ist mir, wie gesagt, einfach nichts Besseres eingefallen. Und wer weiß, vielleicht habe ich damit was Schönes angestoßen. Die Sammlung wird definitiv noch größer werden. Tabake werde ich jetzt mal ein bisschen pausieren, weil ich habe für mein Verständnis super viel. Ich weiß, da gibt es ganz andere Kaliber, die wirklich komplette Zimmer voller Tabak haben. Finde ich aber Wahnsinn. Ehrlich gesagt, ich persönlich brauche das nicht. Ich habe jetzt schon zu viel Tabake offen, die ich gar nicht wirklich zusammenrauchen kann. Insofern werde ich da jetzt tabakmäßig mal ein paar wegrauchen, bevor ich mir wieder neue hole, dass das Ganze nicht völlig aus allen Nähten platzt. Aber gut. Ja, wie gesagt, macht gerne Video, Antworten, verlinkt in den Kommentaren Videos, wenn ihr schon darüber gesprochen habt. Mich interessiert es sehr. Ja, und bis zum nächsten Mal.